endlich ist es wieder soweit. Wir sind in Hamburg und die Stars del Mar ist zurück. Mai 2022 und wir fahren heute Abend ab Hamburg einmal um Dänemark bis nach Kiel. Was erwartet Sie? Ein unglaubliches Programm. Wir haben wieder keine Kosten und Mühen gescheut, tolle Künstler an Bord zu holen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Und was soll man sagen? Dieses Wetter ist einfach sensationell. Und wir starten jetzt auch. Und ich möchte gerne dann auf die Bühne holen Ihren und unseren Moderator. Mega charmant, humorvoll, gut aussehend. Und Ladies, er kann auch noch tanzen. Hier ist die Maike Vier. Hier ist Stars del Mar, Dance the Best of the 80s. Und hier ist euer Moderator, Ingolf Löck. Guten Abend! Wow! Ich muss ja eins sagen, Bettina, wenn man mir 1985 gesagt hätte, dass ich 37 Jahre später zu Opus Life is Life auf die Bühne komme, ich hätte für bescheuert erklärt. Alles ist vor allem hätte ich niemals gedacht, dass ich diese 13 Stufen der Treppe noch selber schaffe. Geil! Ein kurzes Warm-up auf der Bühne. Super Stimmung, Mode aus den 80ern und los geht die Abfahrt aus Hamburg. Und alle warten auf das erste Konzert. Nach 2 Minuten, ja, müsst ihr aufpassen, was gerade in den Pool fällt. Weil die bringen euch wirklich zum Kochen. Herzlich willkommen, Stars del Mar, die Hermann mit der Hermes Hausband, das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja, da war richtig was los, aber das war richtig, richtig, richtig super. Also und es wurde sehr spät auf dem Pooldeck. DJ Harry Kort hat mächtig eingeheizt. Puh, das war ein harter erster Tag an Bord der Stars del Mar. Sensationelle Stimmung, tolle Show, am Abend hat die Hermes Hausband gerockt. Großartig. War wirklich super. Gut, dass heute Seetag ist, man sich ein bisschen erholen kann und das Programm an Bord genießen kann. Und weiter ging es im Programm mit einem Disco-Fox-Tanzkurs. Die Shopping Mall war geöffnet. Ein bisschen Sport auf dem Pooldeck. Outfit für den Abend kreieren oder ein Fleischtasting im Steakhouse. Und am Pool wurde nochmal das Tanzbein geschwungen. Ihr seht mich schon, denn wir haben heute Neon Night. Gestern Abend hat Hermes
Swedish House Band wirklich die Bühne wieder zum Kochen gebracht. Unfassbar, Alphaville, die Weather Girls stehen noch auf dem Programm. Manchmal weiß man gar nicht, was man als erstes tun will. Ein bisschen was erzählen, wie man zum Beispiel das wird, was ich seit 50 Jahren mache, in die Sportbereitung. Nach der Show mit Ingolf Lück, ein kurzer Snack, ein Drink am Pool oder an der Bar und weiter geht's mit dem Abendprogramm. Dann kam plötzlich diese neue deutsche Welle und da haben wir in Deutschland so eine eigene Identität entwickelt. Hat ihn überredet, dass er hier mitfährt bis Kopenhagen. Gestern Abend hat er schon abgeräumt. Er hat seine Frau sogar mitgebracht. Hier ist Markus! Schreib ich mit dich in den Himmel, oh, dann weiß ich es genau. Keine Macht kann uns betrennen. Dankeschön, das sieht ganz toll aus. Großartig. Ich bin auch das erste Mal auf dem Schiff überhaupt, also auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich muss sagen, ich war vorher ein bisschen skeptisch, weil unsere Art zu reisen ist eine andere, aber es ist der Hammer. Es ist wirklich wunderbar. Ich bin absolut begeistert, A, von dieser Art zu reisen, auch und hier die Veranstaltung und alles ist einfach unglaublich. Also es ist wirklich eine wunderbare Erfahrung für mich und ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte. Publikum toll. Crew, alles ist perfekt. Also ich kann einfach nur in den höchsten Tönen loben. Grandios. Ja, war super. Es war sensationell. Stimmung perfekt. Das Wetter war geil. Die Musik war super. Und alles andere ist auch sensationell. Also wir sind begeistert und kommen nächstes Jahr wieder. Wir kommen gerne wieder. Ein tolles Publikum. Und es waren viele Fans da. Und ich kann es jedem empfehlen. Der Herr zeigte schon auf seinem Shirt ganz richtig. Wir sind in Kopenhagen. Ein kurzer, sehr sonniger Spaziergang durch die wunderschöne Stadt. Meine Herren, das war ein richtig anstrengender Seetag gestern. So viele Events an Bord, an denen man teilnehmen konnte. Und dann ging es am Abend natürlich weiter mit einer großartigen Party. Neue deutsche Welle war angesagt. Markus, UKW, Peter und Falco Dubel. Großartige Stimmung, wirklich ganz, ganz klasse. Hat wieder viel Spaß gemacht. War ein bisschen kalt, aber trotzdem, wir haben uns warm getanzt. Und irgendwann, ich glaube 2:30, musste man uns vom Pooldeck fegen, weil hinterher noch Harry Kort aufgelegt hat. Und gleich geht's weiter, es ist nämlich jetzt schon Abend, mit Alphaville und den Weather Girls. Der Abschlussabend schon. Wir haben ja diesen tollen Steck hier und den möchte ich im Namen der Kreuzfahrtinitiative, aber eigentlich im Namen von euch allen überreichen. Wir haben ein bisschen aufgestockt, aber es sind 4.000 Euro für die tolle Stiftung zusammengekommen. Fly and Help, und die möchte ich, wie gesagt, einmal übergeben. Ich weiß, ihr tut Gutes damit. Liebe, liebe Grüße auch an den Rainer und von Herzen. Hier mal 350 Schulen schon gebaut in Schwellenländern, in Asien, Afrika. Fantastisch. Vielen Dank. Dankeschön. Machen Sie weiter. Toll, dass Sie das machen. Vielen, vielen Dank.
meet you. How was it? It was so amazing. Isn't that awesome? Ich war sehr aufgeregt, weil ich habe ja auf der 80er-Jahre-Fahrt habe ich ja unheimlich viele Girlies aus den 80ern wieder getroffen. Ja. So mein Alter, die mich dann umarmt haben und haben mir nachher Bilder gezeigt von ihren Kindern. Und ich war erst ein bisschen skeptisch, weil ich war ja auch in den 80ern nicht untätig und so. Aber ich habe bei den Kindern habe ich keine langen Nasen entdeckt. Also meine Familie ist so geblieben nach dieser Kreuzfahrt. Es ist niemand dazugekommen. Und das war für mich eigentlich die beste Erfahrung. Tolles Schiff, tolle Menschen, endlich mal wieder ein volles Schiff nach dieser langen Wartezeit. Ich bin zwar vor ein paar Wochen schon kleinere Menge Menschen gefahren auf einem dieser Schiffe, aber voll ist doch anders und ich muss echt sagen, die Stimmung war durchaus super. Die ganze Zeit, den ganzen Tag Leute an Bord und selbst an Land wurde man angesprochen und die Menschen freuen sich auch einfach wieder über Kontakt, über Partystimmung, über Musik die ganze Zeit und da macht es natürlich als Musiker auch richtig Spaß zu arbeiten. Man kann jetzt nicht so richtig von so einem Erholungsurlaub reden. Das war schon alles ziemlich anstrengend, aber es war auch sehr, sehr, sehr schön und hat viel, viel Spaß gemacht. Okay, so what's next? Ja, unglaublich. Wir haben 2023 tatsächlich schon in trockenen Tüchern und aufgrund des Erfolges von 22, denn Stars der Mar war innerhalb von 5 Wochen ausverkauft, man glaubt es kaum, wird es auch Mai 2023 wieder heißen Best of the 80s und dann mit Bonnie Tyler an Bord. Bonnie Tyler hat hunderte von Millionen Streams ihrer Welthits, wenn man sich das mal anguckt, das ist unfassbar. Extra breit. Die Italo Night mit Ricky Poveri und Ryan Paris wird super. Und natürlich auch immer ein Mega-Outfit für euch bereithalten oder ihr pimpt euer Outfit natürlich auf. Und wir sind buchbar ab sofort. Ich kann nur jedem empfehlen, das so schnell zu machen wie möglich. Die Route nach Amsterdam wird ein Traum. Amsterdam ist eine traumhaft schöne Stadt, wo man einen super Tag verbringen kann. Einfach bummeln, krachten. Also ja, das wird toll.